empty spaces where I've been living for. I bound their places, 'cause we know the score. One and one goes, anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtains in a pantomime. Ja, Steff Becker, echtes Trierer Urgestein, wie überhaupt. Ich habe eben nochmal gedacht, Thomas Schwab, kommt das Bernkastel, Maike Anlauf, kommt das Hermeskeil, wir könnten das den ganzen Abend so durchexerzieren, ist schon ganz erstaunlich. Jetzt gehen wir mal wieder rüber ins Theater, da gibt es ja ein ungeheuer vielfältiges Programm und das spiegelt sich ja heute Abend auch wieder. Wir setzen unseren kleinen Opernlehrgang fort, neben Männern und Frauen, Liebe und Hass gibt es da noch ein Gegensatzpaar in der Oper, nämlich Melancholie und Spaß. Stellen Sie sich erstmal eine Frau vor, die völlig einsam auf einem eisigen Berg aus Schnee sitzt, die sich von der Zivilisation verabschiedet, mit ihrem Leben abschließt. Dann haben Sie die unglaublich bewegende Situation der Arie Eben, Neandro Lontano
aus der Oper La Valli, die Joanna Kasper gleich singen wird. Jetzt ein Schnitt. Jetzt stellen Sie sich einen Mann vor, der überall die Finger drin hat, der kleine Geschäftchen macht, Strippen zieht, Witze reißt, Figaro hier, Figaro da. Das ist die Rolle, die uns Amadeo Tasca gleich singt. Danach geht's weiter mit Musical, ein Medley aus der Rocky Horror Show mit Michael Opelders, dem legendären Frankenförter und Julia Reidenbach. Und dann Aquarius aus Heer mit David Steines und Conny Hein. Und wenn Ihnen die Sängerin da bekannt vorkommt, ist das kein Zufall. Die sitzt nämlich sonst oder sitzt immer noch als Bratschistin oder hat sie sich jetzt gerade schon zum Umziehen verabschiedet. Solche Multitalente gibt es hier, die spielen erst Bratsche und singen dann Aquarius. Kommt übrigens im Februar, glaube ich, auch im Theater auf die Bühne. Zum Schluss dieses Blocks geht es mit dem Orchester auf nach Südamerika und zwar im Tango-Tanzrhythmus. Also sozusagen das Trierer Theater von Eis bis Heiß. Ziehen Sie sich also warm an für unsere erste Station in den Alpen und dann schmelzen wir gemeinsam dahin mit Joanna Kasper.